Daniel Thun, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale im Niedersachsen-Pokal. 5:0 hier beim BSV Schwarz-Weiß-Reden. Daniel, wir haben es gerade gesagt, wir haben selten eine bessere Pokalleistung deiner Mannschaft gesehen. Ja, es war eine super Leistung. Auch wenn ich in der Liga nie zufrieden bin, weil ich es nicht sein kann, weil es immer weitergeht, muss ich heute sagen, waren eins mit Sternchen, wie die Jungs das angegangen sind. Das war eine unfassbar souveräne und reife Leistung meiner Mannschaft. Und das habe ich ihr gerade gesagt, das Kompliment hat sie bekommen. Jetzt können wir schnell einen Haken dran machen und uns an Lautern konzentrieren. Auch souverän eine Torchance zugelassen in 90 Minuten. Und wir haben schon drüber gesprochen, nach dem 2:0 stecken Sie jetzt wohl auf oder spielen Sie weiter aktiv auf das nächste Tor? Sie haben durchgespielt 90 Minuten, immer wieder auf den nächsten Treffer. Ja, wichtig war, dass wir wirklich dieses 1:0 früh machen, die erste Chance gleich drin war, dann die dritte auch wieder drin war, dann hatten wir noch ein paar Möglichkeiten, haben dann sie ein bisschen dran riechen lassen, aber dann haben wir in der Halbzeit gesagt, okay, wir wollen den Deckel drauf machen, wir wollen es engagiert zu Ende spielen und das haben sie richtig gut gemacht. In der zweiten Halbzeit sogar nochmal den Druck erhöht, Torchancen herausgespielt, Reden war kaum noch in unserer Hälfte und entsprechend, glaube ich, auch völlig verdient so hoch gewonnen. Kurzes Statement zu Steffen Tigges, heute neu von Beginn an dabei, direkt sich mit dem ersten Treffer belohnt, fast noch ein weiteres Tor erzielt. Ja, war ich auch zufrieden mit, einverstanden mit. Das habe ich ja gesagt, ich brauche den kompletten Kader. Steffen war die letzten 3 Wochen nicht dabei. Wir haben die Ausfälle, wir wollten Felix von der Belastung etwas steuern. Und ja, und dann heute auch wieder 1-2 aus der zweiten Reihe, was mich gefreut hat, dass alle Stürmer getroffen haben. Luca Pfeiffer getroffen hat, Etienne Amenido, Marc Haider zweifach, Steffen Tigges. Also war ein gelungener Feiertag. Schöne Zusammenfassung, Danny. Jetzt kommt Samstag der erste FC Kaiserslautern an die Brücke. Was erwartest du von deiner Mannschaft? Ich erwarte jetzt erstmal, dass die Hütte voll ist. Wir sind Tabellenführer und da kommt ein Traditionsverein, der auch was mitbringt. Und jetzt wollen wir die Brücke auch beben lassen. Wir haben jetzt wieder einiges zu verteidigen. Und dass wir raushauen können, haben wir gezeigt. Und da machen wir Samstag weiter mit.